Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ja, wir hätten fast Liebe gemacht mit einem männlichen Roboter. Und ja. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Dildo. Ein Mega-Dildo. 60 Euro-Dollar. Wobei ich gar nicht weiß, wie viel 60 Euro-Dollar wert ist. Das vergleichbar mit unserem Geld ist. Nicht schlecht. Aber in echt wäre es besser. Zwischen diesen Schenkeln könnte ich versinken. Was soll das heißen, echt? Die besteht nur aus Nullen und Einsen. Du meinst, ich kann sie um alles bitten? Also ganz egal was? Bitten? Du bittest nicht, Alter. Muss nur programmiert werden. Von allen kranken Läden kriegt der hier den Hauptpreis. Hast du das gehört? Wenigstens würde ich kein Gejammer mehr hören. Das tut weh. Bla bla. Hologramm. Ist ja nicht so, als könntest du sie hacken. Also halt einfach die Klappe und genießt die Show. Inoffizielle Biografie über Lizzy Wizzy. Wer ist denn Lizzy Wizzy? Ist da irgendeiner, mit dem man telefonieren kann? Kann nicht telefonieren. Weiß auch gerade nicht, wer Lizzy Wizzy ist. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für aber ganz viele Kameras hier. Die habe ich. Nein, haben sie nicht. Oh. Bin ich sogar Belohnung. Sie können gern ausgesetzt. Mit dem Manager sprechen. Ach, sehr gut, doch zum Tiger Claws. Aber die sollten mir ja keinen Stress anfangen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Gibt es ein Problem? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Hunde. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinaus begleiten. Bisschen hiller? Immer diese versnobten Säcke. Ich sag's dir. Gehst du wieder hoch? Ja, gleich. Ich muss erst pissen. Das Parkett ist eröffnet! Oh! Scheiße! Irgendwie ein Mann mit den Fäusten! Scheiße, hätte ich nicht hingehen sollen, ne? Na komm, wir laden gleich los, komm, Dickerchen! Deine Waffe fallen lassen? Ich werde ihn vernichten! Okay. Hab's da eine Waffe? Vielleicht überlebe ich's ja. Nee, keine gefunden. Hä? So kann ich die nicht nutzen. Okay, jetzt bin ich tot. Das war jetzt. Letzten Checkpoint. Oh, müssen wir laden. Scheiße. Okay, hier hat das Clown definitiv Konsequenzen. Finde ich nicht gut. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Diebstahl mit Folgen oder so. Folgenschweres Diebstahl. Also nochmal, gehen wir hier an den Typ vorbei. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für einen VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Gibt es ein Problem? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da... Scheiße. 1C wollte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, was ich gerade drücke. Scheiße. Hä? Okay. Rein da! Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinaus begleiten. Ich
nicht gewaltsam öffnen. Ich sag's dir. Gehst du wieder hoch? Ja, gleich. Muss erst pissen. Ups, ich war gerade irgendwie in ihm. Was ist das denn für eine Aktion gerade? Will mich jetzt nicht in den Spiegel gucken. Will die Leiche wegpacken, bevor es auffliegt. Dass der Mr. Hugo nicht mehr wiederkommt. Katana hat er. Jetzt haben wir eine Waffe. Komm mal her, Mr. Pissboy. Dann ruh dich mal aus, ne? Leg mal ein Ei. Kann ich hier nochmal reinhacken? So, ein Puffer. C. 1C 55. Irgendwas hat's geklappt. Wir irgendwie extra Sachen bekommen. Erfahrung. Okay. Öffnen. Hä? Heute ist irgendwie buggy der Tag, oder? Hier irgendein Teil in der Luft. Unsinn. Okay. Tagebuch von Watson Ward. Fangen Sie dann jedes Mal ein Gespräch wieder da an, wo Sie letztes Mal aufgehört haben. Oh Gott, das ist ein langes Tagebuch. Was haben? Da speichern die Puppenschips. Dort sind doch ihre Rollen drauf. Moment, nochmal von vorne. Haben wir hier? Du redest mit ihnen? Der Fudi-Leitfaden. Lass ich mal liegen. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex-Zombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Hi, ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hat die VIP-Karte eine Fehlfunktion? Entspann dich, du brauchst keine Infos oder Details. Genau. Ich bin kein Kunde. Ich will nur reden. Mit dir, nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Hab neue Hardware. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Opa, Osaka oder Oslo? Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Es liegt ja nicht nebeneinander. Oslo. Ja, definitiv Oslo. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Woodman? Wo finde ich diesen Woodman? Es wird ein Hin- und Hergerenne hier. Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum.
Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Bringt den Dreck heraus. Okay. Ja, ich hab dieses Motorrad. Ich weiß wo. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Die schädelschwemmenden Puppen. Ah, die sollten die mal ersetzen. Das ist alles Zimmer hier oder was? Smart Glas, so kann ich nicht durchgucken. Ach, da schon. Ich muss warten, bis einmal rumgeschwenkt ist, dann gehe ich einfach rein. Ja, bin bereit. Hab neue Hardware. Motorrad, nicht Motor. Selbst eine Waschmaschine hat einen Motor. Können wir... technische Fähigkeit benutzen. Okay, wir müssen technische Fähigkeit oder gewaltsam mal erlernen. Da ist die Gegner hier. Jetzt innen auch kommen. Wer weiß, ob ich hier den Weg überhaupt rauskomme. Also lebendig meine ich. Ex und Chrom. Interessant, das lese ich mal. Versuche mal eine erotische Stimme zu kriegen. Eine Welle erfasst meinen Körper und durchzieht jede einzelne Pore wie Meerwasser. Mehr. Ich will mehr. Wie lange habe ich drauf gewartet? Scheiße, ich kann das nicht. Wie lange habe ich drauf gewartet, seinen Atem auf meiner Haut zu spüren? Seine Hände. Ich bin raus. Seine Hände auf meinen Hüften, seine Finger an meinen Lippen. Unsere Körper sind verschlungen in einen ewigen Tanz. Wir bewegen uns immer schneller zum Rhythmus. Tiki-kaka-la. Und drin und raus und so, ne? Quitschi-quitschen und Bettfedern und... Unsere Haut badet in flatterndem Neonlicht. Ich kann mich nicht stöhnen hören. Aber mein Hals ist rau. Meiner auch? Mein Kaffee ist leer. Ich spüre nicht, was meine Hände tun. Aber das Blut unter meinen Nägeln zeugt davon, dass ich ihm die Haut zerkratzt habe. Er küsst mich nicht. Er knabbert. Er beißt. Zieht mich näher an sich heran, schneller, seine Macht über mich, ungezähmt und animalisch. Es ist so heiß, dass es sein Chrom. Was? Dass sein Chrom überhitzt, während die Laken schweißen. Gut, wenn ich Chrom jetzt in. Das Wort nicht drin wäre, hätte ich an Vulkanias. Nee, Vulkanier. Klingonsex gedacht. Die machen nur logischen Sex. Oder die haben hier Ponfa. Das hieß dann, sind sehr rattig. Jeremy White. Aktiviertes Gespräch, wer ist das?
Es ist schon weg. Wie komme ich da wieder hin? Das ist ein archiviertes Gespräch. Gespräche drin. Splitter, ganz Splitter. Rom und Blut, die vierte. Oh, Konzernkrieg. So, das ist nicht das. Der Schmuddelroman, den wir gerade gelesen haben. Ich dachte jetzt irgendwie eine Audiodatei oder so. Ja, aber. Achso, da liegt er ja. Leg dich mal hier hin. Schlaf mal eine Runde. Hä? Habt ihr jetzt die Karte oder nicht? Ihr macht mich nicht kirre. Ich hab doch die Karte genommen. Ne, ich kann nicht nur. Siehst was aus wie so ein Typ aus einem anderen Spiel, den ich mal gespielt habe. Inventar. Wählen wir schon mal das Katana aus. So. Die alte Herstellung. Inventar. Keine Ahnung, was das war, was ich da eingesammelt habe. Ich dachte, das ist ja die Karte gewesen. Wie das hier? VIP-Ship. Zugangscode. Gewährt Zugang zum VIP-Bereich in Cloud. Sehr gut, das haben wir ja schon. Oh, nee, ne? Jetzt habe ich auch gerafft. Wir müssen F drücken. Ah, letztes Video, ey, so awesome nicht gefunden, wie ich quasi den Punkt verteilen kann. Achso, es gibt links und rechts, aber wir können ja von hinten kommen. Genau, habe ich ja frisch gelernt. Kamera über mir. Ach gut. Kann ich nachher verscherbeln. Eine Pistole? Kann ich nicht nehmen? Angriff auf. Am Dienstag um ca. 1:05 ein Netrunner Kabine 11 an. War Thomas Briggs, der sich gerade in einer Saison oder sowas mit seiner Puppe befand, die mit dem System verbunden war. Der Angriff löste bei ihm schweren Schockzustand und psychosomatische Symptome aus. Es stellte sich heraus, dass der Netrunner-Angriff einen psychotischen Anfall seitens der Puppe zur Folge hatte. In Erwartung eines verheerenden Angriffs auf das Clouds wurden alle Sicherheitsangestellten des Clubs um 3:06 Uhr eingestellt. Und 10 Minuten später wurde Verstärkung für den Tiger Claws. Glücklicherweise war Kabine 11 jedoch das einzige Ziel. Mr. Briggs wurde erst versorgt.
Tisch war ein großes. Astkraftwagenfahrer, Nomadenwurzeln, Familie ist während seiner Kindheit sesshaft geworden. Zweimal geschieden, extrem schüchtern, wichtig. Wurde unter ungeklärten Umständen von einer Puppe angegriffen und schwer verletzt. Tiger Claws sind regelrechte Spanner, beobachten ihre Puppen genau, wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Was? Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Durchschnittliche Aufenthaltszeit 20 Minuten. Trinkgeld, Ausgaben an der Bar gering. Puppen. Na, Fetisch. Okay. Essen kann auch ein Fetisch sein. Gut, Kabine 11. Ein. Warte mal drauf. Lokales Netzwerk, Tür gesperrt. So. Bleib mal laut. Das ist das Internet von Night City, da wollen wir nicht rein. So. Essen nehmen wir mal mit. Oh, da war die Knifte. Ja, es kann. Den Dachi was. Unsere Mission. Wir von Kendachi. Kendachai oder wie auch immer. Sind Macher. Wir versorgen uns. Wir sorgen uns sowohl um Zufriedenheit unserer Kunden. Bla 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 bla. Produkte. Ist das M55 Power Sword? Okay, betritt die Kabine. Das können wir machen. Nochmal ein Messerchen. Zeitplan. Vorfallbericht. Könnte nochmal interessant sein. Wir hatten verirrt. Flint und You Wechsel. Dienstag 23.26. Tumult im VIP-Bereich. VIP-Karte des Kunden war abgelaufen. Mittwoch. Der gesamte Security zum Notfall gerufen. Tiger Claws als Verstärkung. Handgreiflichkeiten zwischen Kunden. Strahlung. Gruppe wurde verprügelt. Boah, Kunde ist in der Kabine bewusstlos aufgefunden worden. Puppe belebt. Der tägliche. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Echt? Wenn ich jetzt hier so Sachen einsammle, dann löse ich solche Gespräche aus. Das ist ja cool. So, aber wir quatschen viel zu viel. Ich mache hier zu wenig irgendwie. Tut mir leid, aber wir müssen mal uns die Welt mehr anschauen. Ich würde eigentlich auf Inventar gehen. Wohl, warte mal zurück. Ich hätte gerne immer Waffe 1, eine Schusswaffe. Waffe 2 kann von mir aus ein Messer sein und Waffe 3 Katana. Obwohl ich eher ein Freund vom Katana. Ich finde das voll doof. Warum hat das. Messer macht mehr Schaden als ein Katana. Ich würde immer ein Katana zuerst wählen wollen. Nicht gut. Kannst ja hier liegen bleiben, ne? Versuchen trotzdem erstmal ohne Waffe weiterzukommen. Ich habe die Kameras nicht ausgeschaltet. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. Evelyns Terminplan. Warum liegt der auf dem Boden?
Montagsschicht im Clouds. Dienstag Nägel. Mittag mit Thompson B. Wer immer Thompson B. 22 Uhr am Mittwoch. Dinner mit Schnurrbartwichser. So kann man sich die Kunden super merken. Donnerstag 20 Uhr Meeting mit Jerry O'Connell. Freitag bis 20 bis 6 Uhr Schicht im Cloud. Das sind ja 10 Stunden. 10 Stunden durchgebumse. Vielleicht nicht am Stück, aber trotzdem, ey. Abgesagt, Samstag Frühstück mit Judy. Aber hier steht nichts von Oslo. Oder Osaka. Ich habe ein BH erhalten. Cool. Gut, hier ist wahrscheinlich der Ausgang. Ich würde gerne von hier reinkommen wollen. In die Kabine von ihr. Da bin ich schon längst vorbei, ja. Welche Kabine waren jetzt die von... Noch ein Katanerchen. Sogar besser als das, was er vorhatte. Bin zwar kein Nahkämpfer, aber... Welche Kabine war die von... Wie passiert? Dazu, keine Ahnung. Ich glaube, eh nach dem Gespräch werde ich mir den Weg freikämpfen müssen. Gehen wir mal rein, hallo sagen. Hey, Kunden haben hier nichts zu suchen. Sei ein Schätzchen und mach die Tür beim Rausgehen hinter dir zu. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. 43. Oh, die hat er ja. Was? Ein Nippelchen. Eieiei. Das darf YouTube gar nicht sehen. YouTube ist ja gar nicht so alt, oder? Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keiner, die so heißt. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest. Wirst keinen Unterschied merken. Man nennt dich Woodman, oder? Weil du so viel Ausstrahlung wie ein Baumstamm hast? Ich habe das Gefühl, du missverstehst die Lage, in der du Lage? Dich befindest. Welche Lage denn? Meinst du, ich gebe einen Scheißdreck auf jeden dummen Strecher, der hier reinschneit? Hör mal, es muss hier doch niemand verletzt werden.
Warum willst du dir unnötigen Ärger machen? Solltest du dich auch mal fragen. Hör zu, du Astloch. Du pisst mich echt an. Deine Einstellung, Füße auf dem Tisch. Glaubst du, du bist der erste Wichser, der versucht, mich loszuwerden? Wie wär's, wenn du mir einen bläst? Na komm. Vielleicht zerquetsche ich dir auch einfach mit bloßen Händen den Schädel. Du willst sicher nicht rausfinden, ob ich das wirklich kann. Ah, bepiss mich jetzt schon. Er ist durch die Tür gegangen. Das ist ja fies. Das ist fies, der hat gescheatet. Die Tür hat sich gar nicht bewegt. Die Tür hat sich gar nicht bewegt. Davo. Ich dachte eigentlich, wenn ich da zweimal einen Katana drauf haue, ist der Schluss. Ist Zapfenstreich. Hat er überlebt? Da hat der Typ überlebt. Wirklich kann. Ah, bepiss mich jetzt schon. Zwar voll unfair von mir, aber egal. Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Aber es ist kein Alarm ausgelöst worden. Das wundert mich ja gerade. Oh, okay. Ist es. Ich dachte schon. Okay, Problem gelöst. Wo fängt man da mal an? Läuft die Sache. Bad Dragon Woodman. Wir haben uns um die Ware gekümmert. Besorg uns 5 oder 6 Mädels und 2 Jungs. Aber diesmal richtig Junge. Nicht so wie letztes. Kaputte Puppe. Hab gehört, Joy Toys. Er hat sie an den Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Golden Fingers, ja. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Ja, dann werden wir den besuchen. Gary O'Connell. Was ist jetzt mit dem Job mit den Clouds? Hab ein anderes Angebot. Muss denen eine Antwort geben. Warten ewig. Den hatte sie sich ja getroffen. Den Jerry O'Connell, glaube ich, ne? Wo geht der auch weiter runter? Machen wir es. Ja, so eine Scheißaktion wie mit Evelyn Parker und du kannst dir einen neuen Job suchen. Hat Omi gesagt. Wir haben dir einen groben Umgang mit Angestellten bisher durchgehen lassen. Wird es sogar ignoriert, als du einen Kunden vermöbelt hast. Aber das. Das ist echt zu breit. Miyaki. Dem Gelöbten. Umi Sato. Hey Boss. Hab das Parker-Problem gelöst. Sie beim Ripper. Jig Jig Street. Okay. Die Seite, auf der er war, war ganz toll. Hab ja gute Angebote. Eisen. Naja. Das ist bestimmt nicht für die Hände, oder? Also doch für die Hände, aber naja. Anders als ich jetzt gar nicht. So, Gebiet ist feindlich. Warum abgehen, oder? Alarm ist aber ausgelöst worden. Muss ich da raus?
Schade. Hier geht's auch nicht raus. Ganz kurz in die Ecke gehen. So, nehmen wir das Kackmesser raus. Das Katana bleibt mal drin. Oh, ist aber eine Hübstü. Ja, und hat zwar eine Kasper-Farbe, aber gleich wieder voll laden, ja. Solo läuft ganz gut eigentlich, ne? Maschinengewehr nicht so. Alles mitnehmen. Die ganzen Kameras ausgeschaltet oder nicht? Oh, wie komisch. Ich hätte gerne mal 2 Pistolen. Scheiße. Die kommen auch nicht, ne? Clevere Schweinchen.
Na komm, zerfick mich, Junge. Aber man sieht auch schön, wie die Waffe hochgeht. Also immer hochzieht. Aber immer mit ein paar Schuss geht das ganz gut. Schießen wir uns den Weg frei. Bekommen wir eher an gute Sachen. Ach, habe ich die Munition schon genommen, ne? Und hier war das Klo, wo ich einen Töten getötet habe. Gewalt öffnen geht nicht, schade. Es war mir echt schon klar, dass wir uns den Weg ein bisschen rausballern müssen. Wäre sonst langweilig gewesen. Noch eine Knifte. Weiß nicht, was das ist. Die ganzen Kameras haben mich eh schon wieder gefilmt, ey. Warum habe ich jetzt diese Knifte? Die will ich nicht, die Scheiße. Meine Pistole wieder. Waffen zurückgeben, auch wenn ich es lieber nicht. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Das war eine illegale Maßnahme oder was? War doch voll legal. Will ich ihn noch beklauen? Was soll der Scheiß tun? Oh. Scheiße, jetzt müssen wir weg hier. Jetzt habe ich einen Kopf gekillt. Jetzt raus. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Scheiße, wie kommen wir hier weg? Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich versuche ja immer silent zu sein, aber ich bin nie silent. Also, ich schaffe es einfach nicht. Nicht gesehen? Oh ja. Ah, ich hätte nicht die Drohne übernehmen können. Scheiße. Kann ich nicht. Fuck. Oh, Mann. Also die Polizei ist ja was ganz anderes hier. Als bei GTA. Da kannst du ja mal 20 Polizisten töten, ohne zu sterben. Da hätte ich mir auch mal zwischendurch mal heilen sollen. Ach, fuck, ey, jetzt schon wieder hier alle töten oder was? Wird ja am liebsten ganz einfach raus, aber. Ja nicht drin. Hab ich vielleicht andere Granaten.
machen wir nochmal einen Kurzschluss. Komm raus, du feige Sau! Zeig dich! Oh, das ging ja schnell diesmal. Alter. Da war ich ja letztes Mal noch viel besser. Scheiße. Aber der hat mich doch irgendwie gleich wieder gesehen. Das ist doch voll doof. Die Blendgranate wäre jetzt super. Warum habe ich keine Blendgranaten dabei? Komme ich hier noch aufs Netzwerk? Nee, ne? Der vielleicht noch irgendwie Waffen? Nee, ne? Hat einfach gar nichts. Granaten sind trotzdem eine gute Idee. Versuchen wir mein Glück nochmal. Ja, die würde ich gerne von hier schließen. Das ist einfach geil. Hat nur die Maschinenpistole. Wow! Das war Mr. Samurai. Deckung gehen. Inventar. Bessere Waffen. Power. Viren nehmen die und Katana ist das andere besser, ne? Okay, das ist random, was hier, glaube ich, fällt, oder? Das Messer nehme ich. Das, da weigere ich mich einfach. Ich bin hier, warum rennst du weg? Der war an der Wand! Der ist immer wieder noch an der Wand! Das ist ja scheiße! Boah, ich musste extra die Waffe wieder runterziehen, man hat's richtig gemerkt, ey. 20, 30 Schuss, ich hoffe, der ist da drin gestorben. Oh, das ist ja ätzend. Oh, die könnte besser gewesen sein. Ach nee, war nur besser als die Pistole. Hier kommen wir jetzt nicht. Stimmt, hier war auch Munition. Und hier ist ein Aufzug, fantastisch. Kann ich hier mitmachen? Eins C. Achso, hier. 1C. Wir können eh noch. Das fehlgeschlagen. Ich raff das manchmal, was er machen soll.
jetzt wieder ein C? Irgendwie muss ich da was, was da angezeigt wird, aber irgendwie kriege ich doch nicht hin. Oh. Soll ich jetzt... Vielleicht ist das der richtige Weg. Ich werde ihn vernichten! Ich dachte... Warum auch immer, dachte ich gerade an ein Kamerasystem. Obwohl er sagt, ich werde dich vernichten. Nahkampf, komm. Okay, das war der Kopf. Da wirklich ab, jo. Den haben wir mal ganz edel abgeschlagen. Mal ein super Messer, aber ich will kein Messer. Wenn ich mit irgendwas spiele, muss es doch ein Katana sein, ey. Oder ein Buschmesser. So. Dann. Ich muss die Zahlen aussuchen, die ich wahrscheinlich haben will, ne? Kann ich immer alles nehmen, kann das sein? Jetzt habe ich nur noch den mittleren, muss eben mal 25, 55 auswählen. Aha, aha. Wir kommen da langsam ran. Ich weiß, das hat das Spiel uns erklärt, aber das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich die Tür nicht auf. Scheiße. Hat der irgendeine Karte oder mehr Gewalt gebraucht? Verdammt. Nicht hier umsonst runtergefahren, ja? Nee, ne? Alter, nein. Okay, ist das meine Ausdauer, oder? Ich dachte gerade, das ist die Lebensenergieanzeige der Tür. Das wäre echt erbärmlich gewesen. Gut, dann fahren wir nochmal hoch. Bei mir soll es nicht liegen. Gehen. Habe ich den ganzen Tag Zeit hier. Ups, lebt noch. Warum hat die keinen Schaden gekriegt? Oder der? Okay, warne sie. Sorry, dass ihr es nochmal sehen müsst. Jetzt aber drin lassen, weil ich keinen Bock habe zu schneiden. Ich will lieber pünktlicher die Videos rausbringen. Wird halt weniger geschnippelt. Und ich finde cool, wie er das Magazin rausballert und das neue reinnimmt. So, Breach-Protokoll 2. Ja, toll. Müssen wir sparen, weil hier Pistole, ne? Guck jetzt auch gar nicht mehr, ich gehe einfach hier raus. War kaputt. Wenn sie auf die Kosten sitzen bleiben, ey. Werfen wir mal einen Blick drauf. Blut. Noch frisch. Nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Ah.
NYC Photo View. Ach du Scheiße. Ah, da ist er ja. Ah, sie wurde auch gehackt. Oder ist das der Kunde war wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Na, bringt sie noch den Kunden um? Ja, das ist durchgebrannt oder was? Er rennt weg. Was meinst du? Cyberpsychose? Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Hm. Bin ich hier irgendwo gestorben? Ich müsste Ihnen jede Waffe zurückgeben. Ach ja. Auch wenn ich es lieber nicht hätte. So, diesmal erschieße ich dich nicht. Arigato. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Ja, jetzt nicht mehr. Bitte nochmal einen neuen Job. So. Automatiklof ist fertig. War mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss. Okay, pass auf. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Keine Zeit für Diplomatie, genau. Ich hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Ja, sind das jetzt meine Feinde, mein Gott. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Fingers. Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Ja gut, dann fahren wir nochmal kurz ins Erdgeschoss. Oder ich fahre jetzt ins Erdgeschoss, wird da glaube ich nicht mit ihm reden, ne? Oder haben wir noch was darüber reden? Sturz der Lunarin Skaya Uranina direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Das ist schön. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Bergarbeiter nach einem schweren Erdbeben tief unter der Erde gefallen. Doch dank ihrer speziellen Physik 2... Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Hm. Ah, fuck! Oh. 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 Was ist das? Nein, verdammt. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Ja. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich hab schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich hab eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich.
Ich würde lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Nur eine rein? Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerung gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Du bist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Bestimmt du schon eine Ruine oder Ende, so. Und ich mein's. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Na gut. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Ja, aber erstmal verabschieden wir uns. Das machen wir nächstes Mal. Und wir müssen erstmal dann Judy anrufen und ja, vielleicht mal ein paar Nebenquests machen. Weil die ganze Stadt ist ja irgendwie voller irgendwas. Und ich habe, glaube ich, bisher nur die Hauptquest gemacht. Mal hier so neben da ein, zwei Fragezeichen untersucht. Aber das war's. Auch hier Geld und neue Ausrüstung. Gegner werden ja auch, gerade die Polizei hat mir ja gerade den Arsch versohlt. Mein Popo ganz doll wehgetan. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ne? Abonnieren nicht vergessen. Ciao!